Wie ihr seht, ist unser Feind besiegt. Ich hab's gerade so geschafft, wirklich. Im letzten Moment ist Katharina getötet worden. Ich konnte sie nicht wiederbeleben, weil nur irgendwelche Flammenkugeln hinter mir her waren. Und ich selber bin in dem Moment, wo ich da irgendwie näher hin bin, konnte ich nicht mal richtig ausweichen, habe aber gerade so überlebt gehabt und Feind war erledigt. Oh, puh, weil sonst keiner mehr Schaden zugefügt hat, weil Katharina tot war und ich war als am Ausweichen. Oh, das wäre ärgerlich gewesen, wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte. Aber ich bin die ganze Zeit wirklich nur ausgewichen, hin und her und Schakal beschworen und Feuersäule gemacht und alles. Und jetzt können wir uns endlich mal diesen Spruch ansehen. So, diese große Steintafel ist zweifellos das Zentrum des Tempels für die Asuniten. Die diesen Ort errichtet haben, muss sie von immenser Bedeutung gewesen sein. Die Tafel ist aus hochwertigem Marmor gefertigt und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Ränder sind mit einigen Mustern verziert. Auf der Oberfläche sind die Worte einer kurzen Rezitation eingraviert. Die Tafel nehmen. Ihr nehmt die Tafel und legt sie in euer Gepäck. Ah. Da auch direkt eine Errungenschaft in Steam bekommen. Und jetzt will ich einfach nur gerade speichern, weil ich das endlich geschafft habe. Speichern, speichern, speichern. Also hier war es taktisch besser halt mit Katharina zu kämpfen, weil sie einfach, weil sonst diese Deva noch Nahschaden gemacht hat und das war halt so besser, weil so konnte man ausweichen und die war ja eh nur auf mich fixiert und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es bei dem anderen jetzt auch sinnvoll ist, mit Katharina das zu machen. Ich werde es einfach mal testen, aber das natürlich wieder offscreen, weil ich glaube, sonst werde ich zu viel fluchen. Also bis gleich. Ja, jetzt kann ich euch auch nochmal richtig willkommen zurückheißen, was ich vorher, glaube ich, nicht gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aber wie ihr seht, ist jetzt hier auch der Gegner kaputt. Das ging jetzt irgendwie ganz ratzfatz, weil der hat sich hauptsächlich auf mich konzentriert. Ich war nur am Ausweichen, habe vorher den Schakal beschworen gehabt. Und da hat Katharina einfach den ganzen Hauptschaden gemacht gehabt. Und ich glaube, ich werde jetzt doch mal wieder ein bisschen mit ihr herumlaufen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall noch, dass ich gerne speichern würde an der Stelle. Einfach nur, weil der Kampf so scheiße ist. So. Okay, gut. Puh. Und ich dachte, ich würde jetzt hier eine Weile nicht mehr vorankommen und hatte so Lust auf Dungeon Siege. Oh Gott, deswegen habe ich das einfach angefangen, hatte mir eigentlich gar nicht so Großes erhofft gehabt, aber vielleicht lag es auch einfach an der Pause, die ich jetzt hatte dadurch. Durch das ganze Jahr schön, 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 brauche ich nicht, will ich nicht. Gehen wir weiter, gehen wir zurück. La 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 la. Katharina kommt auch schon irgendwann wieder. So, okay. Da ist ja die Chronik. Ich war mir nicht sicher, ob es sie wirklich gibt. Das hätte ich euch vielleicht vorher sagen sollen, aber ist ja egal. Seht nur, wie dick sie ist. Voller archäologischer Geheimnisse, ohne Zweifel. Jetzt wird dem Komitee das Lachen aber vergehen. Hier, eine kleine Entschädigung aus meinem privaten Vermögen, wie versprochen. Und mein tief empfundener Dank. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich will trotzdem hier speichern. Auch wenn ich eben erst vor noch nicht mal einer Minute wahrscheinlich gespeichert habe. Kurz auf die Quests gucken. Oh, ist das so schön aufgeräumt. Okay, jetzt kann ich zur Abtei zurückkehren. Gut, dann werde ich da nämlich einen Schnitt machen, weil den Weg hin müsst ihr jetzt nicht unbedingt mitsehen. Kennt ihr ja. So, endlich wieder in der Abtei von Santiram. Oh, wenn ich bedenke, dass wir jetzt endlich mal das verfolgen können, beziehungsweise das voranbringen, weswegen wir hier eigentlich in diese Wüste gekommen sind und wie lange wir da schon verbringen, die ganze Zeit, das ist mir beim Schneiden mal aufgefallen, weil das kam mir gar nicht so lang vor und dann sehe ich, oh, das sind jetzt aber schon ein paar Parts. Upsala. Ja, oh, dann nein. Nein, warum ist da jetzt jemand, der was will? Schwester Eleanor ist zu liebenswürdig, um einen Gefallen zu bitten. Das bleibt eher an einem so schamlosen Kerl wie mir hängen. Also, in aller Kürze. Unser armer Sankt Hiram hat seine Hand verloren. Und das schon vor vielen Jahren. Wir wissen nicht, wo sie ist. Aber die restlichen Knochen wurden in dem Gewölbe gefunden, also könnte seine Hand auch noch dort sein. Hiram war euer Schutzpatron? Sie nannten ihn den lustigen Heiligen von Kettelberg. Er konnte seine Hand ausstrecken und schon befand sich ein schöner roter Apfel darin.
Oder Schokolade oder eine Flasche Wein. Alles, was man wollte. Er wirkte alle Arten von Wunder mit dieser Hand. Zumeist mit Essen und Trinken. Wenn ihr mich fragt, sind das die besten Wunder. Ja, ich glaub dir das sogar. aber gut. Weil man Essen und Trinken machen kann, braucht man sich das nicht mehr zu kaufen. Und man hat auf jeden Fall so die Grundexistenz vom Leben schon mal gesichert. Ist eigentlich schon praktisch. Wie kam Sankt Hiram in das Gewölbe? Eine tragische Geschichte. Der gute Heilige kam vor langer Zeit auf einer Mission der Kirche an diesen Ort. Damals, als Molochi und seine Ketzer noch lebten. Er wollte nur mit ihnen reden, mit ihnen essen und ein Gläschen mit ihnen trinken oder drei, sie wieder zum Glauben zurückführen. Aber nein, die Ketzer, düstere und freudlose Gestalten, sperrten Hiram in das Gewölbe. Und dort starb er. Ich wünschte, ich wüsste wie, aber ich weiß es nicht. Ihr wollt also, dass ich eine verlorene Hand suche? Es klingt ein wenig albern, wenn ihr es so sagt, aber so ist es. Sie muss sich irgendwo in dem Gewölbe befinden. Hiram trug einen Ring, geschmückt mit dem Schild von Azunai. Dadurch war er als Gesandter der Kirche zu erkennen. Wenn er immer noch an seinem Finger ist, so habt ihr seine Hand gefunden. Okay, und ich dachte schon, ich müsste wieder raus in die Wüste und hatte schon Schiss gehabt. Oh. Warte mal, auf diesem großen Stein der Totenbahre liegt ein sehr altes Skelett. An der Wand der Totenbahre wurde ein riesiges Porträt gemalt. Der Körper ist eine wertvolle Robe gehüllt und das goldene Symbol von Azunai schmückt seine Mitte. Abgesehen von der fehlenden Hand ist das Skelett noch gut erhalten. Der rundliche Körper ist in einfache Kleidung eines Asunitenmönchen gekleidet. Ihr erkennt, dass es sich um Sankt Hiram handelt, den einzigen ebengebürtigen Heiligen. Ein massiver goldener Ring befindet sich an der rechten Hand. Im Vergleich zu den einfachen priesterlichen Gewändern wirkt er eher unpassend. Ja, aber ich habe ja den Körper durchsucht, das Dings durchsucht und alles. Okay. Interessant, interessant. Ich dachte eigentlich, dort käme ich weiter, bis ich eben gesehen habe, dass ich einfach nur hier weiterlaufen muss. Lol, ich bin jetzt verwirrt. Was ist denn das jetzt? Da oben muss ich aber hin, ne? Weil das Teil sagt mir, du musst da nach oben. So. Ihr befindet euch vor einem kunstvollen Altar. Wir untersuchen den erstmal. Obwohl die Kohlebecken, die imposanten Gedenkstätte flankieren, nicht entzündet sind, geben sie eine enorme Hitze aus einer unbekannten Quelle ab. Die Oberfläche des Altars ist mit dicken Spinnweben und Staub bedeckt. Offenbar wurde er seit sehr langer Zeit nicht mehr genutzt. So, Kohlebecken entzünden. Ihr schüttet das Öl aus der heiligen Höhle in die Kohlebecken. In Sekundenbruchteil beginnt das dickflüssige Öl zu kochen. Die Kohlebecken entflammen plötzlich im magischen Feuer. Die schwere Tafel trifft den Altar mit dumpfem Schlag. Ihr rezitiert die Worte, die in die Tafel eingearbeitet wurden. Ihr heiligen Propheten der alten Zeit, ich rufe euch an. Nehmt dieses Öl, das einst Blut war. Ihr vernehmt ein Grollen aus der Tiefe des Gewölbes unter euren Füßen. In Azunais Namen hört meine Worte. Entsiegelt die Tür und gebt den Weg frei. All jene, die Einlass begehren, Errungenschaft erhalten. Wartet. Geht nicht hinein, noch nicht. Ich muss euch warnen. Etwas Mächtiges lauert in dem Gewölbe. Schlimmer als die anderen Untoten. Woher wisst ihr, was sich in dem Gewölbe befindet? Wart ihr je da drinnen? Nein, aber ich habe alle Bücher gelesen und ich habe Simeon mit Fragen gelöchert. Ich war schon als Mädchen sehr hartnäckig. Die Anführer der Ketzer, die das Gewölbe und die Ruinen errichtet haben, waren keine gewöhnlichen Männer. Sie waren Riesen aus den Agalanischen Bergen, mächtig und sehr alt. Die meisten sind in dem Gewölbe eingesperrt, aber der Geruch von Legionärsblut wird sie wieder erwecken. Ich habe bereits gegen Riesen gekämpft. Yeah. Wer war der Anführer der Riesen? Molochi, letzter Schüler des verwundeten Königs. Sein Glaube war stark, als er hier ankam. Aber nach 300 Jahren hat sich etwas geändert und er ist vom Weg abgekommen. Wisst ihr noch mehr über das Gewölbe? Was auch immer sich darin befindet, was auch immer der größte Schatz des Glaubens wirklich ist, es kann daraus nichts Gutes entstehen. Das Gewölbe verschlingt jeden, der das Tor durchschreitet. Sankt Hiram, Etienne du Marnay, sogar Simeon. Auf irgendeine Weise waren sie alle verloren.
Einige Geheimnisse sollten lieber verborgen bleiben. Selbst wenn ihr die Wahrheit aufdeckt, wird sie Konsequenzen nach sich ziehen. Für irgendjemanden. Ich habe bereits gegen Riesenskelette in der Wüste gekämpft. Das waren junge Riesen. Sie haben nur ein Jahrzehnt als Templer gedient, bevor sie ihr Gelöbnis ablegten. Aber die älteren Riesen, die Priester, können mehrere tausend Jahre alt werden. Und sie verfügen über magisches Wissen, das die Legion längst vergessen hat. Ich bezweifle, dass selbst im Tod das Wissen sie verlassen hat. Danke für die Warnung. Wir kommen schon klar. Der Schatz in dem Gewölbe ist unwichtig, zumindest für mich. Aber ich hoffe, dass ihr Dumarnay findet. Lebendig oder tot. Zumindest hätten wir dann Gewissheit. So aufmunternd. Ja, da drinnen lauert irgendwas. Etwas von irgendwas Mächtiges. Dies und das und jenes. Es verschlingt jeden, der in das Gewölbe reingeht. Wow, so aufmunternde Worte habe ich noch nie gehört. Irgendwelche Riesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ich mich freue. Vor allem... Gott. Oh, da kann ich gar nicht lang. Seid vorsichtig. Wir sind hier nicht allein. Ja, ich weiß. Na toll. Super. Ja, ich stand eben noch auf der Treppe, das weiß ich ganz genau. Wow, was machst denn du? Du teleportierst dich, du Sau. Was soll denn das? Was machst du jetzt für eine Attacke? Ich weiß es noch nicht. Au! Es tut weh. Immer so ganz nebenbei. Oh, und jetzt kommen auch noch Skelette, klar. Komm, ich muss mal so heilen. Ach, ist das ätzend. Wenigstens halten die Skelette nicht viel aus. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Der ist nicht tot. Könnt ihr mir nicht weismachen, der ist nicht tot. Wo ist der Drecksack hin? Der ist nicht tot. Das glaube ich nicht. Ja. Ich habe mich minimal erschreckt. Auch nur minimal. Wow, hör auf damit. Ey, das ist ätzend mit diesem Teleportationszeug. Was er da einfach macht. Ich muss mal gleich gucken, wenn der Party vorbei ist. Ob ich... Nee, der ist doch erledigt auf die Weise. Okay. Ich dachte, der hätte sich nur aufgelöst. Oder teleportiert oder so. Keine Ahnung. Das wird noch ein Heidenspaß hier drin, das weiß ich jetzt schon. Da waren so viele Sachen drin und ich krieg nur einen einzigen Gegenstand. Schweinerei. Okay, okay, okay. Ich guck mich jetzt... Oh, Mann. Ich mich immer erschrecke deswegen. Gleich zu mir, ne? Oder? Ja, ich wusste es. Aha, ich war schon drauf vorbereitet. Ich war drauf vorbereitet. Glaub es oder glaub es nicht, aber ich war drauf vorbereitet. Oh, da kam ein Skelett. Oh, ich dachte, da käme jetzt wieder ein Gegner, aber das war der Wolf. Ich will mich erst noch hier oben umsehen. Hier sind nur... Irgendwelche Skelette, das ist nicht so dramatisch. Die sind kein Problem. Oh, da ist noch ein... Ey. Ach, da ist der. Ich wollte gerade sagen, der hat so ein komisches Licht gemacht und wusste jetzt nicht, ob der Tier weg... Warte! Was bist denn du... Okay, du warst schnell tot. Da war ich jetzt gerade irritiert. Konnte mich ja noch nicht mal richtig erschrecken. Oder... Entsetzt reagieren. So, hier sind bestimmt auch welche drin. Nee, das ist nur so eine Kammer. Oh, diese Geräusche hier drin. Das
sind echt verdammt unheimlich. Gut, dass das nur ein Spiel ist. Wenn ich da in der Realität wäre, ich wäre schon längst wieder rausgerannt aus dem Gewölbe, glaube ich. Ich wäre gar nicht erst reingegangen, nachdem man mir so Zeug erzählt. So, hier würde ich jetzt erstmal weitergehen, weil... Okay. Das sagt in die Richtung. Das sagt in die andere Richtung. Okay, also ist in die Richtung irgendwo die Hand. Und in der anderen Richtung das eigentliche Ziel. Aber ich will jetzt erstmal speichern. Erstmal speichern. Definitiv. Speichern. So. Das war ein bisschen nervend aufreibend. Okay. Ja, ich werde direkt jetzt, weil ich jetzt hier gespeichert habe, eigentlich mal einen Schnitt setzen. Dann kann ich nämlich auch gucken, ob der Speicherplatz so knapp wird, weil es nämlich anfängt, so ein bisschen mir die Anzeichen dafür zu geben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann tiefer in das Gewölbe hineingehen werden, die Hand suchen und gucken, ob wir irgendwas von Dumanet finden. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, eure Tai.